Frau Landesrätin, Sie haben schon in Jena angekündigt, dass Sie zurückziehen. Eigentlich, Sie bleiben schon für die Frauen, aber die Frauenvorsitzende übergeben Sie weiter an die Jüngere. Wie ist zu der Entscheidung gekommen? Ja, ich bin 25 Jahre Bezirksfrauenvorsitzende des Bezirkes Güssing gewesen, jetzt 11 Jahre Landesfrauenvorsitzende für alle SPÖ-Frauen und sind über 700 Funktionäre im ganzen Land. Und ich bin im Vorjahr an meine Regierungskollegin, bin sehr froh, dass ich jetzt eine zweite Frau in der Regierung habe, dass wir zwei starke Frauen sind. Und ich bin im Sommer 2017 auf die Landesrätin Eisenkopf zugegangen und habe gesagt, Wahlen für die SPÖ-Frauen, für den Frauenvorsitz des Landes stehen an. Und habe sie ersucht, dass sie mir das abnimmt. Sie wird das hervorragend machen. Sie kann als junge Frau sicher sehr, sehr viele ansprechen. Sie wird das, jetzt sind wir zwei Bezirkschefinnen noch dazu, sie wird das sicher hervorragend machen. Und alleine, wenn Sie mein Pensum hören, wenn wir heute von der Landwirtschaft reden, ich habe seit 2,5 Jahren die Landwirtschaft, für die vorher nur ein Regierungsmitglied nur für das zuständig war, dazugenommen zu allen Zuständigkeiten. Und noch dazu habe ich 5 ehrenamtliche Jobs. Bin also sehr froh, eine Regierungskollegin zu finden, die gesagt hat, okay, ich nehme die Frauen und es wird es hervorragend machen. Warum der Kurier das geschrieben hat, weiß ich nicht, entzieht sich meiner Kenntnis, weil das lange bekannt ist, weil ich es auch beim Neujahrsempfang ja bereits verkündet habe, also neu ist da gar nichts. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass meine Kollegin im Sommer 2017 Ja zu meinem Vorschlag gesagt hat. Wir werden am 21. April die Landesfrauenkonferenz der SPÖ-Frauen abhalten. Und ich bin sicher, dass Astrid Eisenkopf hier ein großes Votum bekommen wird. Natürlich bin ich ja deswegen nicht verschwunden. Ich übe alles andere weiter aus und werde sie gerne unterstützen.